um 18.30 Uhr von Wien weg, über Klagenfurt, Verlach ins Bärental, im Auto hier übernachtet und um 5.30 Uhr Aufstieg zum Hochstuhl. Über das große Schuttfeld geht es direkt unter dem Hochstuhl über einen gut gesicherten Klettersteig hinauf. Der Kamm ist erreicht und er bildet auch die Grenze zwischen Österreich und Slowenien. Mit weitem Blick ins Libitzer Tal, über die Weinaschgruppe und ins Bärental. Hier werde ich gefilmt bei einem Kreuz unterhalb des Gipfels, das von einem blinden Bergsteiger gestiftet wurde. Blick vom Gipfel hinunter zur Klagenfurter Hütte und im Osten zu den Karawanken und Steinerbergen. Und im Süden der Kleinstuhl mit der slowenischen Presanova Hütte und das Greiner Tiefland. Angenehme Gipfelrast bei warmem, fast windstillem Wetter und herrlicher Aussicht. In Slowenien frühstücke ich vor der Hütte ausgiebig mit Bier, Schnaps und dicken gebratenen Kreinerwürsten und genieße die Aussicht bis nach Bled mit dem wunderschönen See. Der Abstieg führt mich zunächst zum Bilitscher Sattel und dann zur Klagenfurter Hütte. Musik.
Hier am Billiger-Sattel komme ich wieder nach Österreich und habe einen tollen Blick auf die Nordwände des Hochstuhls. Von der Klagenfurter Hütte, voll Bergwanderer, Blick auf die Edelweißspitze, die Klagenfurter Spitze und der Hochstuhl. Nach einem Radler, der Durst plagt mich, weiterer Abstieg an der Matschacher Alm vorbei. Auf dem Weg zurück komme ich gerade zurecht, wie ein Hubschrauber das neue Gipfelkreuz auf den Hochstuhl bringt. Wird das neue Kreuz auf den Hochstuhl gebracht. Ein schöner Rückblick. Heimfahrt wieder über Klagenfurt, Friesach, Semmering, zurück nach Wiener Neudorf.